So, ich match mir heute mal meine Partei mit dem Wahlswiper. Findest du ganz einfach die beste Entscheidung bei politischen Wahlen? Beantworte per Swipe Fragen zu aktuellen Themen und wir sagen dir, welche Parteien zu deinen Positionen passen. Als erstes sollen wir unser Land wählen und kleiner Disclaimer wie immer vorab. Ich habe auch schon den Wahl-O-Mat zur Europawahl, die, glaube ich, morgen stattfindet, gemacht, auf meinem Kanal veröffentlicht und als Konkurrenzprodukt sozusagen swipe ich mich hier mal noch eben schnell durch. Wie immer gilt aber, informiert euch selbst über politische Themen bei seriösen Plattformen vorzugsweise und wählt, was ihr für richtig haltet. Ich swipe mich hier einfach nur so durch und schau mal, was am Ende rauskommt. Seht das hier eher als Test. Wie als politisches Statement, ich bin mit den europäischen politischen Fragen nicht wirklich im Detail vertraut, deswegen wir swipen einfach schnell durch, gucken, was uns hier so angeboten wird. Am besten macht ihr das selber und bildet euch eure eigene Meinung und geht auf jeden Fall wählen. Wählen ist wichtig. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns selbstverständlich in Deutschland und es geht um die Europawahl 2024 und das ist tatsächlich am Sonntag, den 9. Juni 2024. Wir klicken einfach an. Die Europawahl findet statt. Es treten 34 Parteien an. 28 von 34 Parteien haben ihre Antworten beim Wahlswiper übermittelt. Das heißt, sechs Parteien haben sich nicht geäußert, haben nichts übermittelt. Das Projekt kann man unterstützen, spenden und so weiter. Lest euch das selber durch bei Bedarf. Und wir starten direkt rein. So, und auch hier haben wir verschiedene Fragen. Beim Wahl-O-Mat wird das Thesen genannt. Insgesamt sind es 36 Stück und wir starten mit der ersten Frage. Können uns zu allen Fragen auch ein kurzes Informationsvideo ansehen. Diesen Part, also augenscheinlich, ich weiß nicht, ob das wirklich für jede Frage gilt. Diesen Part sparen wir uns. Guckt euch das selber an, wenn es euch interessiert. Im Gegensatz zum Wahl-O-Mat können wir hier direkt jede Frage doppelt gewichten. Ja, wir können dem Ganzen ein gewisses Gewicht verleihen. Wenn wir bestimmte Thesen oder Fragen für besonders wichtig halten, dann können wir hier das entsprechend markieren und dann spielt das bei der Parteienauswahl später eine größere Rolle. Wir können auch Fragen überspringen. Ihr könnt das Ganze am Handy machen, ihr könnt euch die App runterladen, ihr könnt das Ganze auch rein online auf der Webseite machen, sozusagen, wie ihr wollt. In dem Fall haben wir hier Buttons, die wir anklicken müssen. Auf dem Handy swipet ihr das einfach nach rechts oder nach links. Und jetzt höre ich auf mit dem Gelaber. Wir starten direkt rein in Frage 1 von 36 und es geht um die Thema Landwirtschaft. Soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche kürzen? Ich antworte intuitiv, ohne das zu erklären. Ich habe es im Disclaimer schon erwähnt. Soll es ein EU-weites Wegwerfverbot für zum Verzehr geeigneter Lebensmittel geben? Das ist eine gute Frage. Im Prinzip würde ich sagen, ja. Soll die EU Importzölle auf subventionierte chinesische E-Autos erheben? Ja. Sollte eine europaweite CO2-Steuer eingeführt werden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich sehr, sehr unschlüssig, ernsthaft. Ich würde aber sagen, nein. Ich bin gegen neue Steuern grundsätzlich. Für Umweltschutz, aber CO2, kompliziertes Thema. Ich finde nicht. Soll das Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche in der EU-Grundrechtscharta verankert werden, habe ich kein Problem damit. Soll sich die Europäische Union als christliche Wertegemeinschaft verstehen? Ich würde sagen, ja. Soll die EU ihre eigene Armee mit eigenem Verteidigungsbudget erhalten? Auch eine ganz schwierige Frage. Jede Nation hat ja ihre eigene Armee. Ganz, ganz schwierig. Die US Army ist natürlich so eine Gesamtarmee der Amerikaner. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ganz, ganz schwierig. Wir sind eigene Nationen sozusagen. Und die Amerikaner, das sind ja irgendwie Bundesstaaten. Das sind ja keine eigenen Nationen. Das sind ja Bundesstaaten, wie in Deutschland es Bundesländer gibt. Ich würde sagen, nein.
Soll die EU den Ausbau von Atomkraftwerken fördern? Nein. Soll die EU den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft verbieten? Ja. Sollte der oder die Präsidentin, um Gottes Willen, jetzt gendere ich auch schon, der Europäischen Kommission direkt gewählt werden? Was heißt das? Auch ein schwieriges Thema. Ich glaube nein. Soll Getreide aus der Ukraine, das in die EU importiert wird, mit Zöllen belegt werden? Nein. Soll die EU eigene Steuern erheben dürfen? Nein. Sollte die EU Anreize setzen, um eine gemeinsame Militärindustrie aufzubauen? Vielleicht ja. Soll die EU zum Ziel haben, 2050 zu 100% erneuerbare Energiequellen zu nutzen? Ich finde ja. Soll die Unterstützung der Ukraine verringert werden? Nein. Sollen Grenzkontrollen innerhalb der EU erweitert werden? Nein. Soll die EU eigene Schulden aufnehmen dürfen, für die sie selbst haftet? Auch eine ganz schwierige Frage, da kenne ich mich überhaupt nicht aus mit dem Thema. Wir sind inzwischen bei Frage 17, das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Das ist die erste Frage, die ich überspringe. Sollten die EU und die USA ein Handels- und Investitionsabkommen anstreben? Glaub schon. Soll es eine Gesundheitsunion geben, die Patientenakten in ganz Europa teilt? Ganz, ganz schwieriges Thema. Kann ich mich gerade nicht entscheiden. Wir überspringen die Frage. Sollte ein EU-weites Tempo-30-Limit in Innenstädten gelten? Jetzt ziehe ich mir den Hass aller Autofahrer zu. Ich weiß nicht. Auch eine schwierige Frage. Nein. Prinzipiell hätte ich gesagt, ja. Ich bin Radfahrer, ich habe keinen Führerschein, ich will auch keinen machen. Das sind Gründe, die erkläre ich vielleicht dann anders mal. Aber nein, es gibt sicher Gründe für 30er-Zonen, aber das muss nicht überall sein. Soll die EU-Kommission verkleinert werden? Überspringen. Bin ich nicht im Thema. Sollen Kurzstreckenflüge in der EU verboten werden, wenn die Strecke per Bahn in unter 4 Stunden möglich ist? Ich finde ja. Sollte der Abschuss von Wölfen erlaubt sein, um ihre Zahl zu begrenzen? Nein. Sollten die EU-Mittel für Länder gekürzt werden, die nur wenige Flüchtlinge aufnehmen? Vielleicht ja. Weil es kann sich niemand aus der Verantwortung ziehen. Ich finde das unfair den anderen Staaten gegenüber. Sollten Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die EU abgeben? Vielleicht, aber es kommt auf die Bereiche natürlich drauf an. Soll die EU härtere Strafen verhängen bei Regelverstößen wie Hate Speech und Desinformation von Facebook, TikTok und X? Ich finde ja. Ich bin gegen Zensur ganz grundsätzlich, aber X geht so ab, Twitter geht so ab. Es ist, ich schäme mich fast, dass ich dort noch einen Account habe, ohne das näher ausführen zu wollen. Sollten die Beitrittskandidaten des Balkans, Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien in die EU aufgenommen werden? Ich bin da leider auch nicht im Thema, wobei mir, ich überspringe das, aber Serbien sehe ich ganz kritisch. Ich glaube, die sind ganz stark von Russland indoktriniert. Wahrscheinlich ist das das falsche Wort, aber die werden stark beeinflusst, pipapo. Was die mit dem Kosovo machen, auch ganz schwieriges Thema, weiß ich nicht. Müssen andere entscheiden. Ich bin kein Politiker, ich werde hierfür leider nicht bezahlt. Sollten die EU-Außengrenzen stärker gesichert werden, zum Beispiel durch physische Barrieren, technische Überwachung und mehr Grenzschutz? Also physische nein. Sollten alle Einstimmungserfordernisse durch qualifizierte Mehrheiten ersetzt werden? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Wir gucken uns jetzt vielleicht doch mal ein Video an. Wenn in der EU Entscheidungen, zum Beispiel zu EU-Finanzen, getroffen werden müssen, gilt meist das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, dass alle Mitgliedstaaten der Regelung oder Entscheidung zustimmen müssen, damit sie in Kraft treten kann. Zunehmend wird gefordert, dass für eine solche Entscheidung eine qualifizierte Mehrheit ausreichen soll. Dann würde eine Mehrheit derjenigen Mitgliedstaaten genügen, welche die Mehrheit der EU-Bevölkerung haben. Das würde die Prozesse vereinfachen. In der Vergangenheit haben einzelne Mitgliedstaaten ihre notwendige Zustimmung zurückgehalten, um ihre eigenen Interessen gegen andere Staaten durchzusetzen. Man muss allerdings beachten, dass dann Gesetze über die Köpfe von manchen Staaten hinweg entschieden werden könnten, die eigentlich gegen das Gesetz sind. Okay, nach der kurzen Erklärung würde ich sagen, ja. Sollte die EU die Forschung mit menschlichen Embryonen verbieten? Ich glaube schon. Ach, schwieriges Thema, aber ich habe mich jetzt eben spontan entschieden. Sollte die EU Sanktionen gegen systematisches Vorgehen der Mitgliedstaaten gegen LGBTQ-Personen verhängen? Ja. Sollen Menschen aus Staaten, die vom Klimawandel bedroht sind, nach Europa auswandern dürfen? Überspringen. Aber,
Schwierig, 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 schwierig. Soll Deutschland sich dafür einsetzen, dass der EU-Haushalt verkleinert und die EU-Ausgaben verringert werden? Nein. Sollte es in der EU ein Index-Mietenverbot geben? Dazu gibt es jetzt zum Beispiel keine Erklärung. Ich glaube nein. Soll Deutschland Menschen ohne Aufenthaltsrecht in ihre Herkunftsländer zurücksenden? Kommt auf das Land drauf an, würde ich sagen. Die Frage ist komisch gestellt, bin auch nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Das gilt auch für die letzte Frage. Ich sag mal nein. Sollten gentechnisch veränderte Pflanztiere und Lebensmittel verboten werden? Ja. Und jetzt sollen wir Parteien auswählen. Standardmäßig sind alle Parteien ausgewählt. Das ist gut. Wir gehen weiter zum Ergebnis. Oh, und das ist durchaus überraschend. Gegenüber des Wahlomat-Ergebnisses finde ich spannend. Ich sollte eigentlich die Tierschutzpartei oder die V-Partei wählen. Die sind mir beide kein wirklicher Begriff. Oder auch die Piratenpartei. Die sind alle ungefähr gleich vom prozentualen Verhältnis her. Finde ich hochspannend. Wer ist bitte die ÖDP? Ich habe keine Ahnung. Ökologisch-demokratische Partei. Interessant. Weiß ich nicht. Komme ich auch wieder zurück. Ja. Die Familienpartei kenne ich auch nicht. Nie gehört. Familienpartei Deutschland. Spannend. Klimaliste. Volt-Partei. Wer ist bitte Volt Deutschland? Keine Ahnung. Dann gibt es hier die PDF. Die Partei des Fortschritts. Spannend. Ich kenne die ganzen Parteien gar nicht. Es gibt die Partei. Dann gibt es hier die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die mir hier auch vorgeschlagen wird. Dann wird mir empfohlen, ja, Bündnis 90 die Grünen zu wählen. Dies, das, Verjüngungsforschung. Absolut spannend. Was ist bei der Europawahl für Parteien gibt, menschliche Welt, FDP, dies, das, AfD. Ganz am Ende überraschend, wer ist bitte die PDF-Partei der Vernunft? Lol, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Thema. Ich finde das absolut spannend, was es inzwischen für Parteien gibt und wie uninformiert ich darüber bin. Ich kenne nur so die klassischen Parteien, ne? CDU, CSU, SPD, FDP, AfD, von mir aus noch Linke und Bündnis 90 die Grünen, aber Verjüngungsforschung habe ich tatsächlich noch nie gehört oder Mera 25 oder die Basis oder Menschliche Welt, die Humanisten, absolut spannend. Ich glaube, ich habe noch viel vor mir. Ich muss mich mit dem Thema Europawahl, glaube ich, auch nochmal selber auseinandersetzen. Ich bedanke mich jetzt aber an der Stelle fürs Zuschauen. Ich bin raus jetzt aus diesem Video. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like. Wenn es euch gefallen hat, Glocke drücken nicht vergessen. Dann kriegt ihr immer Infos, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.